Meinst du, wir finden hier das richtige Hochzeitsoutfit für Ove? Na, dann gehen wir gucken. Hallo Jasmin. Hallo. Kannst du Uwe für die Hochzeit richtig schick machen? Das kriegen wir bestimmt hin. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mensch, habt ihr viele Anzüge. Ja, wir kriegen hier jeden Mann schick. Das glaube ich. Wie soll man denn hier das Richtige finden? Na, dazu sind wir ja da. Viele Kunden haben auch eine bestimmte Farbvorstellung, wie das Hochzeitsoutfit aussehen soll. Und dann fragen wir die Braut, welche Farbe ihr Kleid hat, weiß oder Champagnerfarben. Dann mal los! So, sitzt der Kragen perfekt. Mhm. Helfe ich ihn hier noch mal ins Jackett rein. Dann müssen wir noch mal ein bisschen die Ärmel zurechtzupfen, dass das alles richtig sitzt. Und jetzt fehlt nur noch das Einstecktuch. Danke, Jasmin. Frack? Nein, das ist kein Frack, das ist ein Cut. Das ist der traditionelle Hochzeitsanzug. Der erste Anzug, den Uwe anhatte, das war ein ganz modischer Hochzeitsanzug, während das ein klassischer, traditioneller Hochzeitsanzug ist, der auch in England und in den USA viel getragen wird. Der Cut passt zu einem ganz glamourösen, festlichen Brautkleid und den trägt man auf einer Hochzeit, die auch groß gefeiert wird mit sehr vielen Gästen. Und Jasmin, gefällt dir das auch? Ja, aber tragen die Männer seit 100 Jahren immer das Gleiche? Ja und nein. Die Klassiker sowie der Cut, die bleiben unverändert. Aber bei den modischen Hochzeitsanzügen gibt es immer wieder neue Farbtrends. Ihr kennt euch richtig gut aus, oder? Ja, und das seit 175 Jahren. Wow.